Zuvor waren auf der Tour Johnny Orlando und auch mögen es meine Freunde nicht so, wenn ich auf der Straße von Fans erkannt werde, dass ich irgendwann ganze Stadien füllen kann. Es ist meine Wahl, dass ich lieber probe und dafür nicht ausgehe. Warum ist voll mit dem Kopf gegen die Decke geknallt? Und zwar hast du eine Freundin. Two Flash. Eyes are crossed, but they're still blue. I bite my nails and tell the truth. She loves me. Why the hell she loves me? What's up, guys? I am Nathan Gerd, and you are watching Two Flash Fabian. Neben mir ist der liebe Nathan Gerd. Du hast 30.000 Abonnenten bei Instagram, warst sogar in den USA auf der Boys of Summer Tour, aber bist eigentlich ganz viel musikalisch in Großbritannien unterwegs. Aber bevor wir mit dem Interview starten, stell dich einfach mal bitte vor. So my name is Nathan Gerd and I'm a singer from the UK. I have Instagram. Ich heiße Nathan Gerd und ich bin ein Sänger aus Großbritannien. Ich habe Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube und ich poste dort gerne Gesangsvideos und ich mache sehr viel bei Social Media. Wenn man deine Social-Media-Profile checkt, fällt auf, du bist ziemlich viel auf Bühnen. Was gefällt dir daran, auf der Bühne zu sein? There's so many things I like to do and like being on stage. Da sind so viele Dinge, die mir einfallen. Auf der Bühne zu sein ist unbeschreiblich. Jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete, ist es wie ein Traum. Als ich jünger war, habe ich immer davon geträumt, vor vielen Leuten aufzutreten. Die Energie der Leute zu fühlen, ist unbeschreiblich. Yeah, I just love being on stage, it's incredible. Du warst ja letztes Jahr, wie wir kurz am Anfang gesagt haben, bei der Boys of Summer Tour. Erzähl mal ein bisschen. Last year I was on the Boys of Summer Tour, which is an 8-day. Ja, letztes Jahr war ich auf der Boys of Summer Tour. Das war eine 8-tägige Tour in Amerika. Zuvor waren auf der Tour Johnny Orlando und Zach Karen von Why Don't We Get. In dem Jahr, in dem ich dabei war, waren Leute wie Diego, Jesse Underhill oder Aaron Melu dabei. Es war eine unglaubliche Erfahrung, nach Amerika reisen zu können. Dorthin zu gehen im letzten Jahr war wie ein Traum, der wahr wird, dort aufzutreten und eine Tour zu machen. Unbeschreiblich, ja. Du stehst ja dann noch ziemlich viel auf der Bühne. Ich denke, da gibt es dann auch coole Erlebnisse, nicht so coole Erlebnisse. Was sind denn die Vor- und Nachteile davon? There's not a lot of disadvantages from touring life, to be honest. Like, there's so many incredible things. Es gibt nicht wirklich viele Nachteile am Tourleben. Da sind so viele unbeschreibliche Sachen. Neue Leute zu treffen, neue Freunde auf der ganzen Welt kennenzulernen. Ich bin gerade hier mit dir in Deutschland und ich komme aus Großbritannien. Das ist absolut verrückt. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile. Ich kann nicht wirklich meine Freunde so oft sehen, wie ich mag. Ich kann auch nicht einfach rausgehen und Fußball spielen. Auch mögen es meine Freunde nicht so, wenn ich auf der Straße von Fans erkannt werde. Aber ich finde, das ist ein Vorteil. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Sehr schön. Wenn man jemand interviewt im Social-Media-Bereich und dann die Community auffordert, Fragen zu stellen, gibt es eine Frage, die immer kommt. Und zwar, hast du eine Freundin? I haven't got a girlfriend. Ich habe keine Freundin. Mein Liebesleben ist sehr langweilig. Ich bin alleinstehend. Ich bin also noch zu haben. Könntest du dir vorstellen, eine deutsche Freundin zu haben?
Natürlich kann ich mir vorstellen, eine deutsche Freundin zu haben. Vielleicht kannst du mir ein bisschen Deutsch beibringen. Ich verstehe wirklich nicht viel, also ja. Wärst du manchmal gerne nicht so bekannt, wie du bist? To be as known as I am is awesome. Wenn man so bekannt ist, das ist toll. Es macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe noch wesentlich besser zu werden und noch mehr zu wachsen, sodass ich irgendwann ganze Stadien füllen kann. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es ein paar Nachteile. But like obviously I don't go out partying and clubbing and stuff. I want to be rehearsing, but it's more of a choice. Ich kann nicht so viel mit Freunden ausgehen. Ich gehe nicht so oft auf Partys, weil ich proben muss. Aber das ist meine Wahl, dass ich lieber probe und dafür nicht ausgehe. Yeah, I do get to see my friends. Ich sehe auch meine Freunde trotzdem. Ich mache es wirklich gerne, was ich mache, und ich würde nichts ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass es trotzdem auch immer mal nicht so coole Erlebnisse gibt. Zum Beispiel mit Fans. Fällt dir da gerade irgendwas ein? Okay. I haven't had many bad experiences with fans, but there was this one time, and it was kind of my fault, to be fair. I had a show on my UK tour in Glasgow, and basically, we were in the meet and greet, and this girl wanted to... Ich habe nicht so viel schlechte Erfahrungen mit Fans gemacht. Nur dieses eine Mal, ich hatte eine Show in Glasgow auf meiner Großbritannien-Tour. Es war ein Meet and Greet und dann kam ein Mädchen und möchte auf meinen Rücken springen. Es hat aber nicht gesehen, dass ihr Decke so niedrig war und ist voll mit dem Kopf gegen die Decke geknallt. Das tat mir so leid. Aber das war so die schlimmste Erfahrung. Sonst war alles gut. Und jetzt genau das Gegenteil. Was ist so die schönste Erfahrung mit einem Fan? Wow, that's a hard question. Oh, best experience with a fan. Well, it was actually like a load of beste Erfahrung mit einem Fan, ich muss sagen, mit vielen Fans, war bei meiner Show in London, als ich ein langsames Lied gesungen habe, das ich in all meinen Shows singe. Whilst I was singing it, they brought up some posters. Während ich gesungen habe, haben die ein Poster aufgehalten und darauf stand, wir sind stolz auf dich, Nathan Gert. Das war ein so überwältigendes Gefühl und ich musste wirklich ein bisschen weinen. Ich war so überwältigt, das war unglaublich, das war mein schönstes Fanerlebnis. Wir haben zum Abschluss immer so die Standardfrage, und zwar: Auf was kann man sich bei dir in Zukunft freuen? My plans for the future. Meine Pläne sind, ich will viel mehr Shows in Deutschland geben. Das ist mein erster Auftritt hier bei dem Cube Festival, was toll ist. Aber ich habe noch so viele Pläne für die Zukunft. Ich möchte eine eigene Tour in Deutschland machen. In Germany, you should come along. Yeah, 100%. And I want to do my own tour in Germany. I want to do more tours in the UK. I've got some original music that I'm going to be releasing. Auch möchte ich mehr Touren in Großbritannien machen. Ich habe neue Musik, die sehr bald veröffentlicht wird. Dieses Jahr, also seid gespannt. And I want to go back to America, tour Asia. Ich möchte auch wieder nach Amerika gehen, in Asien touren. Und ich will die ganze Welt erobern. Sehr viel auf jeden Fall geplant. Freunde, freut euch drauf. Ich bin richtig gespannt und vielen lieben Dank dir fürs Interview. Thank you very much. Thank you. Ich liebe dich. What can I do? The Ich liebe euch alle. Wir sehen uns wieder. Ja. Okay. Ich liebe euch alle, wir sehen uns wieder. Yeah, great. Cheers, bro. That's it. Flash. Offizieller Two Flash Fabian Merchandise. Jetzt erhältlich. Fresche Hoodies, nice T-Shirts und vieles mehr. Klick dafür den Infobutton oben rechts oder folge dem Link in der Beschreibung.